Jetzt muss man schauen. So, wir brauchen dann auf jeden Fall unbedingt höhere Schergenkontrolle, also dass wir einen neuen Helm oder noch ein Objekt finden, dass wir mehr Schergen mitnehmen können. Auf jeden Fall. Ach, hier liegen ja ganz viele von diesen toten Zwergen. Ja, das sind wieder diese weinerlichen Elfen. Irgendwie kommt es mir vor, als ob wir sinnlos im Kreis gerannt wären. Aber das täuscht bestimmt. So, wir folgen den Wurzeln. So, wir lassen von den Grünen wieder alles wegmachen. Sind ja immun gegen das Gift. Und wir können sie verstecken. Ach, was du wohl. So, was haben wir hier? Weinerliche Elfen nochmal. So wie es aussieht. Hier kann ich wieder nicht runter. Wir, die verlorenen Kinder der Göttin, loben sie. Denn sie ist die Mutter aller Rassen, aber blutsverwandt mit den Elfen. Verlass uns nicht, Elfenmutter! Wie gesagt, Jammerlappen. So, wir folgen besagter Wurzel. Na, da sind Kisten, sollten wir uns dann merken. Ah, und da ist... Ah, wenn wir das dort einreißen, dann wird der Typ da um die Ecke kommen. Gehe ich mal von aus. Ah, gar kein Problem. Jetzt können wir gleich mal die Taktik mit unseren Grünen testen. Oh. Ja, geht doch ganz gut. Diesen Haken hat der Braune natürlich direkt gefressen. Hab ich so. Ich hab mich vorhin irgendwie verzählt. Ich hab ein wenig Braune mit. Naja, was geht's. Aber hat ganz gut funktioniert. Kombination aus Verstecken und Fernkampf. So, hier gibt's noch mehr Lebensenergie. Dort gibt's nochmal so ein Vieh. Und wo wirfst du drauf? Ach, hier kommen wir durch. Haha. Okay, dieser Feuerkäfer hat uns einige Schergen gekostet. Verdammt.
So. So, das soll scheinbar so ein kleines Versteck gewesen sein. Wo geht's hier weiter? Dort haben wir wieder diesen Typen. Dort haben wir, den nächsten Wurzelpunkt und den nächsten Wurzelpunkt und noch ein paar, eine gute Anzahl an Gegnern. Da brauchen wir erstmal neue Schergen. Das auf jeden Fall. Dürfen wir dann auf keinen Fall vergessen. Und dann müsste hier oben ja Schergenportal gewesen sein. Eine Opfergrube. Meine Güte, jetzt habe ich mich hier... Ich hasse diesen Wald. Weinerliche Elfen, bei denen ging es, glaube ich, hier geradeaus vorbei, oder? Ja, da vorne. Mann. So, jetzt muss ich nochmal kurz, dann nehmen wir... fünf Braune mit und, ihr wählt alle! Drei rote und dann nehmen wir noch einen grünen und einen braunen mit. Von den roten brauchen wir erstmal nicht so viel, wobei ich gerade am überlegen bin, wie viel... Ach, das reicht ja nicht mal ansatzweise. Wir brauchen ja insgesamt 625 für einen neuen Helm von dem Zeug. Das ist... um einen neuen Helm zu schmieden. Und dann nur noch aus Stahl, da gibt es ja noch andere. Wir müssen ja noch zwei Schmelzöfen finden. Die sind dann wahrscheinlich noch teurer. Jetzt ist schon wieder irgendwo einer verloren gegangen. Ach, das ist doch... Ach, da kommt er. Warum auch immer. Aber ich glaube, das Objekt, was wir dann dort unten gleich kriegen, müsste sowieso ein Schergenzauber sein. Also nicht Beschwörungszauber, sondern... ein Zauber, dass die... dass wir eine größere Schurkenanzahl mitnehmen können. So, machen wir erstmal hier an der Seite platt, in der Hoffnung, dass der Typ dann direkt um die Ecke kommt. Wieder diese tanzenden Viecher. Ja, kommt schnell mal alle wieder her. So, die roten stellen wir hier hin. Die grünen kommen hier hin. Und ein Stärkungszauber auf alle.
So,